Ihr Lieben, und jetzt nochmal die Alternativübungen mit dem Theraband, wenn ihr die Übungen intensivieren möchtet. Und da haben wir einmal als erstes das Theraband um einen Fuß gewickelt und kommen jetzt zu dem Gerät für die Oberschenkelmuskulatur vorne. Und Magda macht die Übung einmal vor. Genau. Wir schieben. Schön auf Spannung bringen. Das Theraband soll nicht locker werden, sondern immer auf Spannung bleiben. Und ihr arbeitet eigentlich aus der Ferse heraus. Genau, schiebt aus der Ferse Richtung Decke diagonal nach oben. Haha, den muss ich mal eben ausmachen. Sehr gut. Super, gut, vordere Oberschenkelmuskulatur. Gut. Als nächstes käme dann das Gerät für die Brustmuskulatur dran. Und da wechselt Magda jetzt mal in die Übung für die Brustmuskulatur. Jeweils eine Minute wird dann jede Übung ausgeführt. Sie macht das jetzt gerne im Sitzen, ihr könntet das auch im Stehen machen. Wichtig ist bei dieser Übung, dass ihr die Linie haltet, Schulter, Ellenbogen, Hände ungefähr in einer Linie. Die Arme weit öffnen, weit nach außen ziehen. Ja. Genau, richtig auf Spannung bringen. Handgelenke sind ganz wichtig, dass die schön gerade bleiben. Okay, super. Haben wir diese Übung auch. Als dritte Übung hier in unserem Zirkel haben wir dann nochmal die Beinrückseite, Oberschenkelmuskulatur, ein bisschen die Wade. Dafür ja, bindet Magda jetzt das Theraband um ein Bein, um einen Fuß. Und ihr kommt in den Vierfüßlerstand, achtet wieder darauf, eine Linie zu haben, Schultern, Becken, genau, Handgelenke am besten abstützen, vielleicht in der Faust, dass die Handgelenke gerade sind. Und ihr schiebt dann die Beine in die Streckung, genau, oder das Bein, erstmal eins, dann das andere. Und mit der Ferse wieder nach hinten wegdrücken, etwas von euch wegschieben, perfekt, super. Mit Kraft, nicht mit Schwung, dann ist alles richtig. Super. Gut, das wäre jetzt Gerät Nummer 3. Und dann könnt ihr schauen, wie lange ihr durchhaltet, ob ihr jede Seite dann einzeln macht, weil am Gerät habt ihr ja immer eine Übung für beide Muskelgruppen, für beide Beine. Und so hättet ihr dann praktisch ja nur eine halbe Minute pro Bein. Also vielleicht eine Minute pro Seite ruhig investieren. So, für das Rudergerät. Das Rudern im Sitzen, wo wir eben die mittlere Rückenpartie, oberen Rückenbereich aktivieren und kräftigen. Das könnt ihr gut im Sitzen machen und ihr arbeitet jetzt hier aus der Linie mit den Ellenbogen nach hinten. Und dabei ziehen die Schulterblätter hinten zusammen zur Wirbelsäule. Haltet die Bauchspannung, richtet euch gut auf, Brustbein heben, jawohl, und weit nach hinten ziehen. Klasse. Da merkt man gut den mittleren Rücken, Schulterblattbereich, gut. Wunderbar, zwei Übungen haben wir dann noch für euch und zwar für die Bauchmuskulatur. Die könnt ihr zum Beispiel intensivieren, wenn wir uns jetzt mal nochmal hinlegen. Diesmal brauchen wir jetzt kein Theraband, wir können das auch ohne das Theraband intensivieren mit dem langen Hebel der Arme. Und zwar hebt ihr nur die gleiche Übung, den Crunch normalerweise mit nach vorne gerichteten Armen, jetzt hier mit dem langen Hebel. Perfekt. Ja, und für die letzte Übung, für den gesamten langen Rückenstrecker, da legen wir uns auf den Bauch, nehmen das Theraband zur Unterstützung. Ihr stellt wieder die Fußspitzen auf, die Knie lösen vom Boden, Gesäßmuskulatur anspannen und das Theraband unter Spannung bringen, eine Vorspannung. Und zusätzlich, wenn ihr euer Brustbein und euren Kopf vom Boden hebt, hochkommt, zieht das Theraband auseinander. Sehr gut. Okay, wir wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg bei eurem Milon-Training at Home. Tschüss!